und herzlich willkommen beim Podcast Hochzeitstipps. Der Podcast für Menschen, die sich mit dem Thema Hochzeit beschäftigen. Hier gibt es Tipps, Ideen und Trends für deine Hochzeitsplanung und deinen Hochzeitstag. Und hier ist dein Experte, Daniel Contratio, der Hochzeitsfotograf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hochzeitstipps. Und heute geht es um das Thema der perfekte DJ für deine Hochzeit. Und damit die Party richtig geil wird, habe ich heute einen Experten bei mir da, der Sascha Hess, Geschäftsführer von buchdeindj.de. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, lieber Daniel. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute in deinem Podcast mitsprechen oder mitwirken darf. Sehr gerne. Erzähl uns doch mal ein bisschen über dich, über deine Firma. Was zeichnet euch als Firma aus und wie viele Hochzeiten habt ihr so begleitet inzwischen? Ja, buchdeindj.de gibt es jetzt schon seit guten 10 Jahren auf dem Markt. In der Zeit, ich habe mal nachgerechnet, sind ungefähr 800 Hochzeiten schon gewesen, die wir begleitet haben. 800? Also schon echt eine ganze Menge. Wow. Ich selber bin erst seit 5 Jahren dabei, habe damals als Minijob-DJ angefangen, so wie viele meiner Kollegen auch. Früher mal privat auf Geburtstagen mit einem Computer und normalen Computer-Lautsprechern Hochzeiten bzw. auch Geburtstage halt von Freunden begleitet. Ja. Und das wurde dann halt immer professioneller über Umwege und mittlerweile Geschäftsführer von der Firma und super, super erfolgreich, macht riesig viel Spaß und kann so weitergehen auf jeden Fall. Also 800 Hochzeiten, das müsst ihr euch erstmal vorstellen. Wie viel kann man so im Jahr begleiten? Also die Hauptsaison bei uns, mittlerweile startet die tatsächlich Ende April und geht so bis Mitte Oktober. Und da haben wir an jedem Wochenende, freitags in der Regel 1 bis 2 Hochzeiten und samstags dann nochmal so 4 bis 5. Also so im Jahr zwischen 100 und 130 Hochzeiten mittlerweile ist bei uns halt Standard. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall hier einen Experten sitzen. Also die Fragen, die ich dann stelle, sind auf jeden Fall Gold wert. Grundsätzlich vielleicht die Frage, wieso sollte ich vielleicht einen DJ buchen statt eine Band? Also gibt es da Unterschiede? Kann ich auch eventuell beides buchen? Was ist da so der Unterschied? Ja, also ich persönlich, eigentlich müsste ich ja jetzt hier Werbung für den DJ machen und für uns. Tatsächlich, ich persönlich finde aber Bands richtig, richtig geil. Die bringen halt nochmal eine andere Stimmung, wenn da mehrere Leute durchs Mikrofon in Anführungszeichen brüllen und die Gäste animieren zum Mitmachen. Das ist halt was anderes mit Live-Instrumenten, als wenn die Musik nur in Anführungszeichen vom Band kommt. Ja. Ich finde tatsächlich aber auch, dass man eine schöne Mischung machen kann. Also, dass am Anfang beispielsweise eine Band spielt, die häufig, nicht immer, aber ein festgelegtes Repertoire an Liedern haben. Mhm. Da ist es halt schwierig, dass Gäste da hinkommen können und sich ein Lied mal spontan wünschen oder dass man mal eben die Musikrichtung zwischen Schlager, 90er und aktuellen Charts einfach mal wechselt. Ja. Bei den Bands muss das halt natürlich meistens eingespielt sein und das ist halt der Vorteil von einem DJ zu einer Band. Aber ich finde, wie gerade schon gesagt, dass wenn man am Anfang zum Beispiel mit einer Band startet und danach den DJ weitermachen lässt, ist das eigentlich eine super Mischung. Ja, das stimmt. Wenn sich das Paar jetzt für einen DJ entschieden hat, wie kann ich da anfangen zu suchen? Also was gibt es da für Möglichkeiten? Wie sollte ein Pärchen starten, einen DJ zu suchen? Ja, also die erste Adresse haben wir jetzt schon mal. Also ja, genau. Ist auch wieder Eigenwerbung. Also die tatsächlich viele Hochzeitspaare, die zu uns kommen, sind entweder über Google bei uns gelandet oder aber über Hochzeitsmessen. Wir nehmen an vielen Hochzeitsmessen teil, vor allem natürlich auch hier in der Region. Und was dann an allererster Linie wichtig ist, auch bei der Auswahl, ist, dass die Webseite halt schön gestaltet ist und professionell wirkt. Also es bewerben sich auch immer mal wieder DJs bei uns, die gerne bei uns anfangen möchten und sagen, die sind schon jahrelang im Geschäft und dann gehe ich auf deren Webseiten. Ja. Und dann ist das halt alles andere als professionell. Dann blinken da halt irgendwelche GIFs rum, die animiert sind und das ist halt, kann man machen, es ist halt nicht mein Stil und das muss jeder für sich entscheiden, was er vielleicht auch professionell findet und was nicht, aber ich finde, da unterscheidet man dann halt auch direkt, was ist halt Profi, was ist vielleicht noch in den Kinderschuhen und wo kann man da halt Optimierungsbedarf feststellen. Genau, ich denke mal auf der Website, wenn man die Website auch besucht, sind auch sehr wahrscheinlich Videos vielleicht, Hörproben,
Also ist das normal oder? Ja, das mit den Hörproben ist ein spannendes Thema. Das werden wir tatsächlich immer wieder von Brautpaaren gefragt, ob es da Hörproben von unseren einzelnen DJs gibt. Wir bieten sowas nicht an, auch wenn viele unserer Kollegen das machen. Mhm. Warum machen wir das nicht? Wir haben festgestellt, wir hatten es mal eine Zeit lang und dann kam von Brautpaaren die Aussage, nee, den DJ wollen wir nicht, weil die Musik, die der da in der Probe gespielt hat, gefällt uns nicht. Ja, ja, genau. Jede Feier ist natürlich anders, jede Feier ist individuell und nur weil der DJ halt in der Hörprobe zum Beispiel einen hübschen Mix aus 80ern und 90ern spielt, mhm. heißt das nicht, dass das halt auch unbedingt an dem Abend passiert. Ja. Und ja, das da halt daran festzumachen, ist super, super schwierig. Ja. Deswegen haben wir da halt andere Mechanismen, wie wir die DJs für unsere Brautpaare auswählen. Ja, ich habe das auch, glaube ich, mal mitbekommen, als ich eine Hochzeit mal begleitet habe. Den Namen möchte ich jetzt nicht erwähnen. er hatte Hörproben auf der Seite und man konnte sich auch die Lieder anhören und das war auch eine Musikrichtung und diese Musikrichtung hat auch dem Pärchen gefallen und als sie dann beim Gespräch waren und dann den DJ buchen wollten, hat er gesagt, nee, er spielt nur diese Musik und die wollten sich halt Lieder wünschen etc. und er ist dann nicht eingegangen und ja, und dann stell ich, also es gibt halt tatsächlich wirklich DJ, die dann halt nur ihre Musik spielen, ne? Ja, das ist tatsächlich bei uns mittlerweile auch ein großes Problem. Wir hatten selber vor 2 Jahren noch 4 Minijob-DJs, die fest bei uns waren und ausschließlich für uns Aufträge gemacht haben. Mittlerweile sind das halt nur noch 2. Das liegt halt daran, zum einen, die sind halt nur im Minijob bei uns, haben immer noch eine feste Tätigkeit und wurden da halt so stark eingebunden, dass sie am Wochenende nicht mehr für uns unterwegs sein konnten. Mhm. Und das wiederum führt dann dazu, dass uns die DJs ausgehen, um die Hochzeiten professionell begleiten zu können. Ja. Es gibt viele, viele DJs, auch viele, die sich bei uns bewerben, wie eingangs schon erwähnt, aber die meisten DJs wollen halt ihr Programm durchziehen und das ist halt was, manche Agenturen machen das, für die ist das in Ordnung, ja. Da sagt man dann, ich buche den DJ und der spielt dann nur 90er und wenn dann auf einmal nur ältere Gäste da sind, die 70er und 80er hören wollen, dann steht der DJ halt ganz schön blöd da. Ja. Und bei uns ist das grundsätzlich so, dass unsere DJs alles an Musik abspielen können und jede Richtung abdecken können. Klar, jeder hat so sein Steckenpferd. Ich selber bin 26, für mich sind halt die 90er und 2000er ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ja. Und das ist auch der Grund, wieso ich in persönlichen Gesprächen mit den Brautpaaren dann gucke, wie alt ist das Brautpaar, wie tickt das Brautpaar und was könnte zu denen und deren Gesellschaft passen, damit der DJ halt auch optimal auf das Brautpaar ausgewählt ist und eben nicht sein Programm durchzieht, sondern halt für alle Gäste, was dabei ist am Ende. Ja, das ist schon super wichtig, denke ich mal, wenn ein Pärchen dann auch einen DJ sucht, dann sollte es auch so möglich sein, dass man sich auch die Musik aussuchen kann oder dass halt speziell angepasst wird. Ne? Richtig, genau. Genau, da sind wir schon auch, glaube ich, mitten im Thema. Also wenn ich jetzt so ein Beratungsgespräch habe, worauf sollte ich noch achten? Nicht nur, dass der DJ halt wirklich individuell die Musik spielt. Gibt es noch andere Bereiche, wo sich die wo man was irgendwas fragen sollte? Ja, also was mir persönlich super, super wichtig ist, ist die Entschuldige, alles Ausfallgarantie. Ausfallgarantie bedeutet, dass wenn ein DJ für eine Hochzeit geplant ist, zum Beispiel ich schicke jetzt den Marco zu Lisa und Kai auf die Hochzeit, die hatten schon mit dem telefoniert, alles ist klar und samstags mittags hat er plötzlich einen Autounfall, ist kurzfristig erkrankt oder, irgendwas kann halt immer sein. Ja, richtig. Dann ist es halt super wichtig, dass trotzdem ein DJ kommt und zwar nicht irgendein DJ, sondern ein Profi-DJ, weil wie schon erwähnt, es gibt viele, viele DJs, ob die alle ihr Handwerk so verstehen, die meisten sicherlich, aber es gibt halt auch immer wieder schwarze Schafe und wir haben in unseren mittlerweile über 10 Jahren so ein großes Netzwerk aufgebaut, dass wir immer diese Ausfallgarantie anbieten. Super. Sprich, bei uns ist immer einer am Wochenende auf Abruf bereit und könnte, wenn irgendwas sein sollte, kurzfristig einspringen. Ja, vielleicht startet die Party dann 1 oder 2 Stunden später, aber grundsätzlich ist auf jeden Fall sichergestellt, dass ein Profi zu dieser Feier kommen kann. Das ist super wichtig. Das ist natürlich jetzt bei euch in der Firma auch super gegeben, wenn du dann halt noch mehrere Mitarbeiter hast, dass wenn einer jetzt zum Beispiel keinen Auftrag an den Tag hat, der ist eingewiesen und könnte dann zur Not auch einspringen. Ne? Richtig, genau so ist das. Wir haben so ein großes Netzwerk auch an weiteren Veranstaltungstechnikfirmen, die auch im Fall der Fälle mit Technik aushelfen könnten, weil das ist natürlich auch immer so eine Sache, Technik, die klappt heutzutage super, super zuverlässig und auch wir pflegen unsere Technik und warten die nach jedem Einsatz. Aber es kann natürlich trotzdem was passieren und auch da ist natürlich wichtig, wie ist sowas im Fall der Fälle abgesichert. Und auch darauf sollten die Brautpaare natürlich achten, dass die Technik mit bedacht wird. Ja. Und auch das ist halt bei uns gegeben, auch durch ein engmaschiges Netzwerk und durch die langjährige Erfahrung, die wir haben. Super, cool.
Ich habe hier noch ein paar Punkte stehen, die ich auch schon mal irgendwie gehört habe, mal von Brautpaaren. Wie sieht das denn aus? Also muss ein Paar darauf achten, ob die jetzt, es gibt ja sehr wahrscheinlich DJs, die werden gebucht, dann kommen sie hin und dann lassen sie einfach eine Playlist abspielen. Also dann haben auch bestimmt die Gäste nicht irgendwie zu sagen, ja, kannst du mal vielleicht das Lied spielen oder das? Also wie ist da die Spanne? Also Genau, also bei uns ist das üblicherweise so, all unsere DJs natürlich, wir haben Playlisten, aber nicht Playlist Hochzeit 1, Hochzeit 2, Hochzeit 3 und die wird dann abgespielt und dann auf Autoplay wie bei Spotify überblendet das automatisch und die Sache ist erledigt. Nein, ich speichere mir zum Beispiel nach jeder Hochzeit die Playlist ab und kann mich dann halt im Nachhinein immer noch meistens daran erinnern, so was vor 2, 3 Jahren gewesen ist, wenn ich sehe, ah, Hochzeit Kai und Lisa. Gut, nette Hammer als Beispiel. Da weiß ich dann noch genau, ah, alles klar, da waren so und so Gäste da, die haben so und so getickt. Und dann weiß ich, alles klar, wenn ich jetzt wieder so eine Hochzeit habe, die so ähnlich ist, gucke ich mal in die Playlist rein, was da so lief und was da so gut ankam und spiele dann natürlich dann Lieder daraus. Genauso hat man halt Playlisten für Rock, Pop, 90er und, also pro Musikrichtung. Aber wir haben keine festen Listen, wo man sagt, um 20:30 Uhr läuft das Lied, um 21:15 Uhr dieses und so weiter und so fort, sondern bei uns ist alles individuell. Und das ist auch tatsächlich etwas super Wichtiges. Jede Hochzeit ist individuell, jede Feier ist anders und darauf muss sich der DJ einstellen können. Das ist bei uns auf jeden Fall immer gegeben und wie ich bis jetzt auch auf vielen privaten Feiern war, auch bei den meisten anderen. Also, ja. Wie siehst du das mit der Geschichte, dass die Gäste dann halt, wenn du dann halt, sagen wir mal, jetzt als DJ dastehst, spielst die Musik, es wird getanzt, es wird viel getrunken, dann kommt ab und zu mal ein Gast zum DJ und sagt, ey, kannst du mal das spielen, kannst du mal das spielen, das höre ich auch immer wieder. Ja, das ist ein spannendes Thema. Man kennt das ja selber mal, wenn man im Club feiern ist oder so, geht zum DJ, wünscht sich ein Lied und der DJ sagt dann, passt nicht, geh und antwortet halt nicht so freundlich. Wir versuchen, alle Gäste glücklich zu machen und alle Wünsche zu erfüllen. Natürlich passt das nicht immer, in der Regel am seltensten sofort. Also wenn wir jetzt gerade in der Rockschiene sind und auf einmal wird sich was von Helene Fischer gewünscht. Das passt halt meistens nicht. Da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Als Beispiel sei da zum Beispiel erwähnt, dass man, wenn das vor allem ein Wunsch vom Brautpaar ist, dass man dann einfach einen krassen Cut macht, kurz das Mikrofon in die Hand nimmt und dann halt anmoderiert, so, wir haben den nächsten Musikwunsch vom Brautpaar. Viel Spaß auf der Tanzfläche, weil dann bleiben auch alle Gäste, selbst wenn der Musikwunsch eigentlich komplett unterirdisch ist, weil niemand der Gäste will unverschämt den Brautpaaren gegenüber sein. Und jo, ansonsten versucht man halt auch die Gäste freundlich darauf hinzuweisen, dass das halt nicht so optimal ist, gerade das Lied, aber dass man vielleicht doch was aus der oder aus der Richtung spielen könnte und wir versuchen dann mit Alternativen den Gast trotzdem glücklich zu machen. Also wir versuchen immer unser Möglichstes zu tun, geht halt nicht immer. Ja, hört sich doch super an. Thema Kosten, Budget. Also da gibt es ja auch viele DJs auf dem Markt, die dann halt auch viele unterschiedliche Preise anbieten. Worauf muss man da achten? Also was unterscheidet einen Amateur vom Profi? Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich habe schon DJs kennengelernt, die für 200 Euro am Abend mit allem draußen waren, Open End. Also sprich, man bucht den ab 8 Uhr und der bleibt so lange, bis man sagt, so, du kannst nach Hause gehen. Die waren top. Ich habe aber auch genauso schon welche kennengelernt, die haben das für den Preis angeboten und das war eher Flop. Das kann man pauschal super schwer sagen. Wichtig ist halt, denke ich, im Gesamten ein ordentliches Auftreten. Und ja, Preise. Ich bin ein großer Fan und so machen wir das auch und viele unserer Kollegen hier in der Region, dass wir Pakete anbieten mit festen Stunden, 5, 6 oder 7 Stunden. Man weiß genau, was an Technik dabei ist. Das ist bei uns alles ganz klar kalkuliert und sichtbar und dass keine versteckten Kosten mehr auf einen zukommen. Das Einzige, was bei unseren Paketen zum Beispiel noch dazu kommt, ist die Anfahrt. Klar, die unterscheidet sich immer, je nachdem, wo die Location ist und wie weit das halt entfernt ist. Aber auch diese Kosten sind halt ganz klar und die Verlängerungsstunden, also wir haben 7-Stunden-Pakete zum Beispiel, jede weitere halbe Stunde kostet bei uns 35 Euro und dann wissen die Brautpaare sofort, ah, alles klar, Feier geht dann auf jeden Fall schon bis 2 Uhr oder 3 Ach Uhr. ja, prima. Verlängerung kostet dann das und das und können sich halt darauf einstellen. Es gibt halt auch DJs, die sagen, wir machen Open End, ihr bucht uns einfach für 500 Euro, wir machen so lange, bis ihr sagt, wir können nach Hause gehen. Da habe ich aber auch schon häufiger gehört, dass da DJ dann gesagt hat, hier sind ja nur noch 10 Leute, ich packe jetzt zusammen, weil ich habe ja keinen Bock mehr, das lohnt nicht. Ja, das ist nicht so schön. Und genau, man heiratet nur einmal im Leben, zumindest in der Regel. Und ja, also ein guter Gesamteindruck sollte da sein. Und Kosten,
ja, dazu sagen, ab 800 Euro aufwärts ist immer gut, ist halt schwer zu sagen. Ja. Deswegen einfach gucken, dass es halt alles sehr durchsichtig und transparent ist. Mhm. Und ich denke, wenn man insgesamt ein gutes Gefühl hat, kann man sich auch drauf verlassen. Genau. Ja, super. Vielen Dank. Du warst schon beim Thema Equipment. Die Paare wissen sehr wahrscheinlich nicht, ist das Equipment mit dabei, was muss ich darauf achten, also haben das alle DJs oder muss man da irgendwie was auch an der Location drauf achten, dass die das haben oder wie läuft das da ab? Auch das ist wieder von Agentur zu Agentur unterschiedlich. Bei uns ist es so, dass unsere DJs in der Regel unsere Technik mitbekommen. Mhm. Wir haben 5 gleiche Hochzeitspakete bei uns im Lager stehen und die DJs können dann ins Lager bei uns fahren, holen sich die Technik mit, nachdem die geprüft wurde, fahren damit zur Hochzeit, begleiten die Hochzeit, stellen die dann wieder ins Lager zurück. Wir prüfen die dann wieder im Lager, ob alles funktioniert. Ja. Es gibt ein paar DJs, die Technik selber haben. Das ist vor allem dann praktisch, wenn wir in Spitzenzeiten nochmal 7 oder 8 Hochzeiten an einem Wochenende haben und dann ansonsten sonst Technik zumieten müssten. Bei den DJs von uns wissen wir, alles klar, die prüfen das auch selber. Das hat bis jetzt immer alles funktioniert. Habe ich ein gutes Gewissen, weil die auch regelmäßig neue Technik kaufen, dass das alles klappt. Wir brauchen in der Regel in der Location nur noch eine Steckdose. Mhm. Das ist üblicherweise eigentlich der Fall. Ganz, ganz selten gibt es auch mal DJs, die sagen, ich bringe nur meinen Controller mit, also meinen Mixer quasi, womit ich das dann alles mache. Anlage und Co. müsste vor Ort bereitgestellt werden. Ja. Gibt es auch, aber auch sowas wird in der Regel dann mit dem Brautpaar kommuniziert. Ja, wollte gerade sagen, also das muss auf jeden Fall, denke ich mal, vorher gefragt werden. Genau, richtig. Ja. Und was so eine kleine Schwierigkeit ist, ist fest installierte Beschallungsanlagen in Locations. Gibt es immer mehr, weil die Locations sagen, dann können wir auf Lärm achten und wissen genau, das klappt auch alles. Das Problem ist, dass wir jetzt schon häufiger den Fall hatten, dass in manchen Locations die Anlagen eben nicht gewartet werden. Jeder kann da dran rumspielen, wie er möchte. Die Anlagen gehen dadurch kaputt. Es klingt nicht schön. Und am Ende steht der DJ dort und die Gäste hören nur, es klingt halt einfach bescheiden. Ja. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann ist es der DJ am Ende schuld. Und deswegen sagen wir arbeiten in der Regel nicht mit fest installierten Beschallungsanlagen zusammen. Ja. Auch da gibt es natürlich Ausnahmen, wo wir wissen, hey, die Anlage wird immer super gewartet. Oder wir wissen sogar, wer sie eingebaut hat und dass das alles Hand und Fuß hat. Ja, aber in der Regel bringen wir halt unsere Technik selber mit. Also das ist, denke ich mal, dann auch gut als Tipp. Also vorher gucken, wenn ihr die Location bucht, ob da fest vorinstallierte Beschallungsanlagen sind oder halt nicht. Also Optimalfall wäre nicht, ne? Genau, oder halt, ob man trotzdem, selbst wenn es eine gibt, ob man seine eigene mitnehmen kann, weil auch da gibt es unterschiedliche Locations, die sagen, jo, ihr dürft trotzdem euer eigenes Zeugs mitbringen. Ja. Oder es gibt auch welche, die ganz klar sagen, nee, wollen wir nicht, es wird nur hier das benutzt, was hier schon fest ist. Mhm. Und da muss man halt im Zweifel mal nach einer Lösung gucken. Bisher haben wir da immer irgendwas hingekriegt. Cool. Ist schon mal irgendwie was kaputt gegangen? Also kann das, also sehr wahrscheinlich, ne? Ist ja technisches Equipment und so alles. Seid ihr da vorbereitet oder sind die DJs da vorbereitet? Wie funktioniert das? Also du meinst jetzt, dass bei einem Auftrag während einer Veranstaltung, also während einer Hochzeit zum Beispiel schon mal was ausgefallen ist? Ja, eine Box geht kaputt oder so. Ja, also tatsächlich, dieses Jahr kam es ein einziges Mal vor, jetzt in über 10 Jahren, das erste Mal, dass tatsächlich ein Lautsprecher ausgefallen ist von uns. Mhm. Glücklicherweise ist dies um 2:30 passiert, wo fast alle Gäste weg waren. Es hat sich später herausgestellt, dass sich der Lüfter auf der Veranstaltung zugesetzt hatte. Aus welchen Gründen auch immer. Und dadurch ist die Anlage halt immer wieder ausgefallen, wieder angegangen, wieder ausgegangen, wieder angegangen. So, ich hatte schon Mitarbeiter auf den Weg geschickt mit einer zweiten Ersatzanlage. Das ist gut, wenn man so ein Team dann hat, die dann halt direkt schon alles ersetzen können. Ja, das ist uns auch super, super wichtig. Also klar, das sind auch Kosten, aber wie eben schon auch erwähnt, man heiratet nur einmal im Leben und wenn da dann halt was schief geht, vor allem wenn es halt zum Beispiel um 22, 23 Uhr passiert, das geht halt gar nicht. Bei uns, wie gesagt, war es zum Glück um 2:30 und da hat der Gastgeber gesagt, ach, jetzt brauche ich ja dann die Verlängerung dann nicht mehr bezahlen, dann machen wir jetzt einfach Schluss und der war trotzdem super, super glücklich, es hat alles bis dahin funktioniert und dann konnte ich den Mitarbeiter, obwohl der schon unterwegs war, wieder nach Hause schicken. Ja, das war bis jetzt tatsächlich das erste Mal, dass das passiert ist. Hast du sonst noch irgendwas Kurioses auf einer Hochzeit erlebt als DJ oder Gast? Vielleicht vom anderen DJ schon mal was irgendwas gehört? Ja, tatsächlich. Ein Brautpaar, also das ist unterschiedlich. Meistens gehen die Brautpaare natürlich mit den letzten Gästen dann aus dem Saal und beenden die Veranstaltung. Ja. Ganz selten kommt es aber auch mal vor, dass sich das Brautpaar schon vorher verabschiedet und sagt, Jock, hier, mach noch irgendwie bis 4 Uhr, 5 Uhr oder entscheide selber, wie lange du noch machst. Ja, das kommt oft vor. Genau. Und ich hatte den Fall, da hat sich das Brautpaar bei mir verabschiedet.
die Braut war richtig betrunken, kam dann mit ihrem Mann zu mir und meinte, Zitat, ach Sascha, wenn ich heute nicht geheiratet hätte, dann würde ich dich jetzt mit aufs Zimmer nehmen. Ja, der Mann stand daneben, ich habe mir nur schnell die Kopfhörer aufgesetzt, als ich weiter Musik gemacht habe. Das war mir halt super, super unangenehm. Ja. Und ich glaube, also von dem kam auch nie wieder was. Vielleicht hat sie es auch einfach vergessen. Also das war schon echt ein bisschen verrückt. Echt verrückt. Ja. Aber ansonsten, nix. Okay, gehen wir mal weg vom Kuriosen in die schönen Erlebnisse. Also gab es auch schon mal was auf einer Hochzeit, was für dich immer in Erinnerung bleibt? Irgendwas, ein schönes Erlebnis? Ja, also grundsätzlich schön ist natürlich immer, wenn man am Ende, meistens sind immer die 12 Gäste, ich habe immer nachgezählt auf Hochzeiten, wenn irgendwann fast alle weg sind, 12 Gäste inklusive Brautpaar, die dann noch tanzen bis in den Morgengrauen. Und wenn die am Ende nochmal kräftig für einen applaudieren, sich dafür bedanken, wie schön der Abend gewesen ist. Das ist schön, ja. Da sind halt mir einige Hochzeiten in Erinnerung, wo es halt tatsächlich genau so gewesen ist. Ja. Und es gibt aber auch tatsächlich Hochzeiten, wo gar nicht getanzt wird, man denkt als DJ, oh Mann, was mache ich denn hier falsch und kommt die Musik überhaupt an, man spielt aus allen Richtungen, es wird einfach nicht getanzt, ja. Unterschiedlichste Gründe und trotzdem kommen da meistens am Abend ein Großteil der Gäste zu einem und sagt, hey, voll die coole Musik, tolle Stimmung, ja. Tolle Atmosphäre und man selber steht da so und denkt sich, am Ende so. Wie, also für mich war es nicht so. Ja. Ja, genau, also das ist dann tatsächlich auch immer noch trotzdem schön zu hören, dass es dann allen gefallen hat. Cool. Gibt es noch irgendetwas, was du dem Brautpaar mit auf ihre Hochzeitsplanung, ihren Hochzeitsweg mitgeben möchtest? Ja, wir haben das Motto bei uns, mit der Musik steht und fällt eine Feier. Und dieser Verantwortung sind wir uns auch bewusst. Also tatsächlich super, super wichtig, finde ich, neben dem Essen ist halt die richtige Musik. Weil so ein Abend soll natürlich die richtige Begleitung haben und das soll auch alles gebührend gefeiert werden. Deswegen ist Musik super, super wichtig. Also daran sollte auf keinen Fall gespart werden. Ja. Und auch Thema Fotografie. Ich habe schon einige Brautpaare erlebt, die einen Hobbyfotografen auf ihrer Hochzeit hatten. Habe hinter die Bilder gesehen auf Instagram oder auf Facebook, wo ich denen dann gefolgt bin und dachte so, ja, hättet ihr da mal ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, weil die Bilder halt echt nichts waren. Ja. Die dann halt teilweise überbelichtet waren. Vielleicht waren sie auch nur schlecht bearbeitet, aber in Summe sah es halt nach nichts aus. Und auch da denke ich, dass es wichtig ist, als neben Essen und guter Musik den richtigen Fotografen zu haben. Ja. Weil wie die Tischdeko aussieht, ja, auch das ist super wichtig, aber meiner Meinung nach, gut, ich bin Mann, aber genau, da achtet man halt eher weniger drauf. Ja. Brautkleid und Anzug, jo, ist natürlich auch wichtig, aber ich denke, es gibt halt andere Baustellen, die an erster Stelle stehen, als dass das drumherum hübsch aussieht. Ich denke, die Dienstleister sind an dem Tag am wichtigsten. Ja. Und früh genug anfragen. Also gerade bei uns als DJ, die meisten Termine bei uns kommen so ein gutes halbes bis dreiviertel Jahr vorher, also vor den Feiern rein. Mhm. Sprich, wenn ein Brautpaar im August heiratet, sollte man bis spätestens eigentlich so Weihnachten anfragen. Wobei das gefühlt auch alles jetzt früher wird. Also ich habe jetzt schon echt den Terminkalender rappelvoll für nächstes Jahr. Klar, es gibt immer noch ein paar Hochzeiten, die man noch irgendwo unterbringen kann, aber auf jeden Fall immer frühzeitig anfragen. Ja, cool. Super, vielen, vielen Dank, Sascha. Ich danke dir auch. Das war ein cooles Interview. Sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Vielen Dank für die ganzen Hochzeitstipps. Gerne. Ja, und dann wünsche ich dir alles Gute. Danke, gleichfalls. Und bis auf die nächsten Hochzeiten. Wir bleiben in Kontakt. Super, vielen Dank, ihr Lieben. Das war's schon wieder mit der Podcast-Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschö, tschö. Das war's schon wieder mit der neuen Folge von Hochzeitstipps. Wenn es dir gefallen hat, freut sich Daniel über ein Abo. Für weitere Informationen rund um das Thema Hochzeit besuche seine Homepage www.darko-photography.de. Danke und bis zum nächsten Mal.